90 Supreme! Yeah! Und damit hi und hallo und herzlich willkommen beim Bastelnerd. Mein Name ist René und ich baue dir den besten Custom-PC zu deinem Budget. Und in einen fantastischen, supergeilen Custom-PC gehört auch eine geile Grafikkarte. Das ist natürlich hier die absolute Speerspitze, die es aktuell auf dem Markt gibt. Nicht nur, dass es eine RTX 4090 ist, nein, es ist auch noch mit einer der besten Custom-Modelle überhaupt, die MSI Supreme X. Die möchte ich gerne mal mit dir hier unboxen, mir anschauen. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Leistungsdaten und zum Schluss mein Fazit. Ja, lass uns die mal lieber auspacken, wie das so bei MSI typisch ist, war bei den 3000ern auch schon so. Die Kartons sind nicht versiegelt und ja, ich öffne jetzt mit dir auch das erste Mal diesen Karton. Wir schauen rein, ich bin schon ganz gespannt, was sich jetzt hier drunter verbirgt. Aha, das Mauspad ist wieder dabei. Also entweder ist das Mauspad kleiner geworden oder der Karton größer. Bei den 3000er Supreme lag auch ein Mauspad dabei. Irgendwie kommt mir das, also ja, ich weiß es jetzt nicht, aber es spielt keine Rolle. Also wir haben hier ein schönes Supreme Mauspad. Ja, ganz normale Dicke, würde ich sagen. Und dann, ja, nette Beigabe. So, hier liegt der Trümmer. Awesome, awesome. Wir haben natürlich dann den obligatorischen Stromstecker hier am Start. Ja, der ist ja so ein bisschen in Verruf gerade aktuell geraten, was Temperaturprobleme und etc. angeht, ist auch der, ist es auch der Originale von Nvidia, ja genau, wo Nvidia draufsteht. Ja, wir werden sehen, es soll sowieso ein anderes Kabel nachher da dran kommen an diesem PC, das ist aber noch nicht da. Ja, schauen wir mal. Dann haben wir hier noch eine Grafikkartenstütze. Aha, das ist ja auch interessant. Wieso ist die denn hier in der Mitte? Ist das ein Designelement? Ja, scheinbar. Weil hier ist so ein Gummipropfen, wo die Grafikkarte nachher aufliegt. Und ja, wir haben auf jeden Fall hier so einen Hohlraum. Ich dachte, jetzt kommt, wird das da irgendwie dazwischen gemacht. Ja, so eine Antenne, die man dann da reinstellen kann in den PC, werden wir jetzt bei unserem Bild nicht brauchen, weil wir da eine integrierte Grafikkartenstütze haben. Aber trotzdem nett, dass sie dabei ist, weil das Ding wird wahrscheinlich auch super schwer sein. Werden wir natürlich auch wiegen. Dann holen wir mal das Schiff hier raus. Freunde, ich kann euch sagen, das Ding ist richtig schwer. Was haben wir hier unten drunter noch? Ein paar Anleitungen, User Guide, nothing special. Okay, ansonsten haben wir hier nichts mehr in dem Karton, oder? Nee. Oh, da ist sie. Und ich sehe Folie. Die haben bei Asus abgeguckt. Die dachten sich auch, wir machen jetzt bei unseren Premium-Karten mehr Folie drauf. Ist doch viel geiler für den Kunden. Dann kann der Folie abziehen. Dann freut er sich. Guck mal, was die hier schön Folie drauf gemacht haben. Hier auch. Überall. Dreislot. Ich glaube, kommst du nicht mit hin. Es sind eher so 4 insgesamt. Dreislot Blende, aber 4er Höhe. Aber wir haben wenigstens hier keine Folie. Hier macht ja Asus immer Folie hin. So, wir haben aber hier Anschlüsse. 3x DisplayPort, 1x HDMI. Ja, dann wollen wir mal entblättern, ne? Den Lachs. Wir fangen oben an. Oben ist eine Lasche dabei. Hier. So, und dann ist das hier irgendwie so eine Folie, so eine Komplettfolie oder was? So. Oh, schön hier, dieses gebürstete Aluminium. Kommt aber jetzt hier voll zur Geltung. Es ist einfach die Endstufe von Grafikkarte, ne? Also gerade das Supreme-Modell gefällt mir ja sehr gut. Bei denen sind sie auch so ein bisschen bei der Optik geblieben zur 3000er Serie. Gegenüber jetzt Asus mit der Strix-Variante. Ist schon nice hier mit dem gebürsteten Aluminium. So, Rückseite, auch eine Monsterfolie. Oh, und hier nochmal eine. Und haben wir auf den Lüftern auch nochmal Folie? Sieht auf jeden Fall so aus. Also auf jeden Fall hier. Wir haben jetzt aber auch bei der Dings, da waren überall diese Drachen drauf. Bei der 3090 Ti. Und jetzt ist hier nur in der Mitte der Drache. Ja, hier ist auch Folie drauf. Drachenfolie. Und hier auch noch einer.
Ich glaube, ich habe sie jetzt entblättert. Es ist halt ein dicker Brocken, ne? Aber sie sieht auch, also sie macht nicht nur im Video shiny, shiny. Ich vermute mal, dass das hier hinten auch wieder leuchtet. Und da kann man schon sehen, wir haben hier auch Silent und Gaming BIOS auf der Karte. Und der Schalter steht auf Silent, der steht links. Interessant. Ich habe eigentlich immer, wenn ich irgendwie so eine Karte sitze, ist es immer im Gaming-Mode gewesen. Aber gut, ich habe ja natürlich jetzt auch keine 40er ausgepackt von denen hier. Ansonsten haben wir hier natürlich unseren fantastischen Stromstecker. Stromsteckeranschluss. Hier ist auch irgendwie so eine Verstrebung wohl, die dann nochmal die Grafikkarte ein bisschen stützen soll. Anders als die Dings, die hat natürlich hier eine größere Fläche gehabt. Die TAF. Es ist ein dicker Brocken, ne? Wollen wir mal gucken. Ja, knapp 34, würde ich jetzt sagen. Also mit Slotblende haben wir so 33,8, 33,9. Und in der Dings, ja, ich glaube, die messen immer mit dem Slot. Da muss ich sie eigentlich immer umdrehen. Dann sind wir bei 14. So, und dick, wie hoch ist der ganze Fuchs? Da müsste ich jetzt natürlich gerade davor gucken. 7,7 cm. Das ist schon krass. So, Lüfterdurchmesser. 10 cm, also 100 mm Lüfter, 3 Stück. Awesome. Jetzt natürlich die große Frage, Gewicht. Was wiegt der Fuchs jetzt? Dann schauen wir mal. Und 2441. Und damit ist das die schwerste Grafikkarte, die ich hier jemals auf dem Tisch hatte. Alle Rekorde gebrochen. Wahrscheinlich auch nicht nur in Sachen Leistung später, sondern auch in Sachen Gewicht. Unfassbar. Es ist ein schönes Stück Technologie, was hier auf dem Tisch steht. Fantastische Optik. Was natürlich immer schade ist, ich muss ja auch ein bisschen kritisieren, ne? Warum immer dieses RTX immer auf Höhe Stromstecker? Ich meine, das ist eine solche, ja, die existiert schon ewig. Also warum macht man das immer hier hin? Ne? Also es ist ja bei so vielen Karten so. Ja, egal. Wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt mit den Stromstecker lösen. Dazu müssen wir es aber erstmal einbauen. Kurze Frage noch, hast du eigentlich schon diesen Kanal abonniert? Denn abonnieren auf YouTube ist kostenlos und somit ein einfaches Mittel, Danke zu sagen. Und auch ein guter Grund, demnächst keine weiteren geilen PC-Builds mehr zu verpassen. Ich baue jetzt den PC zusammen, passiert meistens immer auf twitch.tv/bastian. Und falls du noch nicht folgst, guck gerne mal rein. Und dann sehen wir uns gleich zum Fazit dieser fantastischen Karte wieder. Fazit zur MSI Supreme X RTX 4090. Es ist, ich nehme es vorweg, die geilste RTX 4090, die ich hier jemals hatte. Also die Supreme X Serie ist auch schon ja bei den 30er Karten sehr beliebt und sieht auch einfach insane aus und insane ist auch die Leistung. Alter, das ist einfach so über Ziel hinausgeschossen, ne? 25.600 in Port Royal. Die Supreme X hier auch ähnlich wie die TAF Edition von Asus.
super leise. Wir haben hier auch ein Silent und ein Gaming BIOS. So, kurzer Test der MSI RTX 4090 Supreme X. Ja, wie du siehst, habe ich sie hier in diesem System reingebaut und stehe jetzt hier schon einige Zeit bei Quake 2 RTX im Level und Einstellung ist gerade der Gaming Mode. Und im Gaming Mode haben wir hier so ja, 40% Lüfterdrehzahl, 1300, ja gut 1300 Umdrehungen. Und das bei 62 Grad mit 2775 Megahertz auf dem Chip und ja, 10.500 auf dem Speicher. Jetzt fahre ich das System einmal runter, starte neu. Und dann machen wir das Ganze nochmal im Silent BIOS. So, zurück im Silent BIOS. Ja, und wie du siehst jetzt hier, wir haben 15 MHz weniger Takt und minimal weniger Stromverbrauch, so ungefähr 10%. FPS-mäßig sind wir aber genauso gut unterwegs, wie ich das hier sehe im Vergleich. Und temperaturmäßig sind wir jetzt 6 Grad wärmer. Wir sind aber immer erst noch bei 68 Grad. Haben aber rund 250 Umdrehungen Lüfterdrehzahl eingespart. Also ich sag's dir ganz ehrlich, auch bei diesen 1300 ist die Karte nahezu nicht hörbar. Also von daher, ja, die Option hätte man jetzt noch zum Silent BIOS. Also von daher, top. Was man aber so ein bisschen als Nachteil sagen muss, auch diese Karte hat Spulenfeed. Ich meine, gut, wir haben jetzt auch 180 FPS hier anliegen. Man hört's leicht knistern. Heißt jetzt aber nicht, dass die Version hier generell immer alle Spulenfiepen haben. Die Vergangenheit hat es halt auch gezeigt, dass man auch fünfmal die gleiche Grafikkarte verbauen kann. Drei fiepen, eine fiept nicht und eine fiept extrem. Das ist halt eben so. Ansonsten, was ich auch mega geil an der Karte finde, ist einfach die Hammer-Optik. Kannst du dann natürlich auch ein bisschen über Mystic Light einstellen und konfigurieren. Ich habe jetzt hier auch so einen interessanten Effekt da mal drauf gemacht. Der Vorteil an MSI Mystic Light ist dann halt auch, dass du diese Software aus dem Autostart rausnehmen kannst, sofern du dann deine Grafikkarte eingestellt hast und die Grafikkarte sich das so speichert. So tangierst du das natürlich nicht mit anderer RGB-Software wie IQ oder Asus AuraSync etc. Da gibt es ja eine Menge. Leuchtet natürlich nicht nur hier vorne, sondern auch unten. Wenn du die vertikal einbaust, wäre es auch ein Highlight, weil da nochmal so diese so drei so Streifen sind um die Lüfter. Und natürlich dann auch hier oben auf der Backplate. Also egal, wie du die Grafikkarte einbaust, irgendwo wirst du immer irgendwas leuchten sehen. Von daher sehr geil. Allen im allen kann ich dir sagen, wenn ich eine 4090 nehmen würde, dann wäre das auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Oder abonniere den Kanal, falls du auch zukünftig nichts rund um den PC verpassen willst. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Yeah!